Hey Leute, willkommen zu diesem wunderschönen Tutorial. Und zwar ist es ein Tutorial, wie er ein teilverwandeltes Auge photoshoppt, so ein bisschen wie auf den Woodwalkers-Covern. Weil ich habe schon häufiger gesehen, dass Leute damit Probleme hatten. Und deswegen wollte ich da einfach mal eine kleine Hilfestellung leisten, weil ich wüsste da zum Beispiel auch, wenn ich 12 oder 11 wäre, gar nicht, wo ich anfangen soll, wie ich das machen soll. Und deswegen helfe ich einfach jetzt euch damit, wie ihr das hinbekommt. Ja, also das erste, was ihr braucht, ist ein Bearbeitungsprogramm. Ich habe jetzt zum Beispiel FireAlpaca, das ist auf dem PC. Und es ist ein kostenloses Programm. Falls ihr das auf dem PC machen wollt, kann ich euch das eigentlich auch empfehlen, weil, also, es ist eher zum Zeichnen gedacht, aber ich fand es jetzt dafür auch sehr, sehr angenehm. Falls ihr das auf dem Handy macht, was wahrscheinlich die meisten machen, kann ich euch dafür PixArt empfehlen. Da habe ich es auch schon mal ausprobiert. Und damit kam ich eigentlich auch ganz gut klar. Ja, also das ist jetzt eine Teilverwandlung, die ich mal von einem Foto von mir selber gefotoshoppt habe, von einem Manuel. Eigentlich ist meine offizielle Zweiggestalt Schneeleopard, aber der Manuel hat irgendwie optisch sehr gut gepasst. Und zwar erkläre ich euch jetzt mal, wie ihr am besten vorgeht. Also, Moment, das muss ich hier alles nochmal. Ja, okay, also als erstes braucht ihr erstmal ein Foto von. Nee, stopp. Entschuldigung. Also als erstes, also ihr braucht das Bearbeitungsprogramm und da braucht ihr natürlich Fotos. Erstmal ein Foto von einem Menschen, der die erste Gestalt eben darstellen soll. In dem Fall hier ist das meine Wenigkeit, aber ich denke mal, die meisten Handy vibriert, sorry. Die meisten nehmen da einfach ein Bild aus dem Internet. Und ich zeige euch mal, wie ihr am besten eins findet, was sich dafür eignet. Und zwar solltet ihr, wenn ihr nach Bildern sucht, generell am besten auf Pixabay suchen oder auf Unsplash, was ich jetzt genommen habe. Und auf diesen Seiten findet ihr eben lizenzfreie Bilder. Das heißt, ihr dürft die Bilder verwenden, wie ihr wollt, wo ihr wollt und dann auch posten, wie, wo ihr wollt. Wie und wo, ja. Und ja, ich habe jetzt zum Beispiel, dann könnt ihr, wenn ihr nach Bildern sucht, sucht ihr am besten immer nach dem englischen Begriff. Gerade auf Unsplash, weil das eine englische Seite ist, beziehungsweise keine deutsche Seite hat, immer nach dem englischen Begriff suchen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Mädchen photoshoppen wollt, was ich jetzt für das Tutorial mal machen möchte, gebt ihr Girl ein. Wenn nicht, dann gebt ihr einfach Boy ein. Und dann lässt sich ein Bild finden. Und ich zeige euch mal, wie ich das bei Girl gemacht habe. Zum Beispiel suchen wir uns da jetzt diese junge Dame hier raus. Und downloaden das Bild, was ich jetzt schon gemacht habe. Deswegen, ich habe das Bild schon in meinem Programm. Moment, ich öffne das kurz. Und zwar hier. Das ist unser Mädchen, was wir photoshoppen wollen. Was ihr bei dem Bild beachten solltet, ist, wenn ihr das Cover oder die Teilverwandlung so original wie möglich nach den Covern machen wollt, er sollte die Person in die Kamera gucken direkt, so wie das eben auf den ganzen Woodwalkers und Seawalkers Covern gemacht wird. Und was ihr noch beachten solltet, ist, dass die Person vielleicht nicht zu alt aussieht vor euren Charakter, weil ich sehe viele Leute, die, wenn die photoshoppen, zum Beispiel auf Wattpad oder so, jetzt kein Hate an die oder so. Ich meine nur, sie nehmen oft irgendwelche Models, die eben älter aussehen, als die Charaktere eigentlich sein sollen von ihnen. Und das fand ich mal ein bisschen schade, weil das ein bisschen unpassend zu scheinen sein schien. Ja, tut mir leid. Und deswegen habe ich mir sie jetzt rausgesucht. Sie sieht ja aus wie eine Teenagerin. Wie die meisten Charaktere eigentlich. Aus den Büchern und in den Fanfictions. Und dann sucht man sich natürlich ein passendes Tier dafür raus. Für die Teilverwandlung. Was ich euch hier ans Herz legen kann, ist, dass ihr
auf die Augen, weil wir beschäftigen uns jetzt mit den Augen von der Teilverwandlung her, dass wir darauf achten, dass die Augenform einigermaßen mit dem Tier übereinstimmt. Das ist natürlich bei vielen Tieren schwierig, die jetzt keine Säugetiere sind zum Beispiel. Bei Vögeln geht es vielleicht noch. Reptilien, ja, geht. Aber ich kann euch mal ein Beispiel zeigen. Und zwar bei Karen zum Beispiel. Sie ist eine Neufundländer Collie Mischlingshündin. Und deswegen also das ist hier nur ein Collie, aber das Auge haut in etwa hin. Ihre Form ist, ich demonstriere euch das mal, von der Form her. Es ist relativ ähnlich. Es ist so. Danke, dass mein Tablet nicht geht. Okay, so. Es ist so. So rundlich irgendwie. So rund, so. Ja, von der Form relativ ähnlich. Und ebenfalls ist es bei mir so. Auch von, also von der Farbe auch, Form und Farbe, aber Form ist relativ wichtig, also ist wichtiger, weil die Farbe von den Augen kann man ja im Nachhinein noch ändern, die Form ist schwierig. Mein Auge ist so diese Form von so einem Manul-Auge irgendwie, so mehr oder weniger. Ja, so in etwa, ne? Ihr versteht, was ich meine. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel was ganz Unpassendes hat, dann passt das gar nicht zu dem Auge richtig und dann sieht das nicht so natürlich aus, sage ich mal. Und dann suchen wir uns eine zweite Gestalt aus für unsere junge Dame. Und dann habe ich mir überlegt, also sie hat jetzt leider blaue Augen, aber das kann man ändern, aber die Form. Und die Haarfarbe ist so rötlich, deswegen habe ich an einen Fuchs gedacht. Und dann gebe ich einfach Fox ein. Und die Augen, da hatte ich ein schönes Bild gehabt. Ich schau mal, wo das ist, das hier. Von diesem Fuchs, weil sie hat die Augen auf dem Bild hier ja auch so ein bisschen zusammengekniffen. Und das hier sieht relativ ähnlich aus. Und dieses Bild habe ich mir jetzt auch mal hier schon reinkopiert in mein Programm. So, jetzt habe ich kurz einen Cut gemacht, weil es hat nicht mehr richtig aufgenommen. Es tut mir leid. Deswegen möchte ich es jetzt nochmal machen. Also, wir haben hier das Bild von unserem Fuchs. Davon machen wir die Deckkraft hier ein bisschen runter. Das geht bei jedem Programm ein bisschen anders. Dann transformieren wir das so, dass das Auge, was wir nehmen wollen, also ich hatte mir jetzt das linke überlegt, weil man das besser sieht, dass das Auge hier über ihrem Auge genau drüber liegt, dass es passt. So. Jetzt lädt das nochmal kurz. So, und jetzt machen wir eine neue Ebene. Ebene 3 habe ich hier schon gemacht. Immer noch so ein bisschen die Deckkraft runter. Und dann suchen wir uns den Teil im Gesicht aus. Und zwar jetzt diesen Teil hier, der eben teilverwandelt werden soll. Und zwar gehen wir dann auf die neue Ebene hier oben. Und ich mache das immer mit so einem weichen Pinsel. Machen hier einen schönen Übergang. Dass das hier alles, also das wird alles ausgewählt, was ich jetzt rot anmale quasi. Und dann kann ich diese Auswahl nehmen, die Ebene unsichtbar machen und auf die Ebene mit dem Fuchs gehen. Die Auswahl dann invertieren. Das heißt, jetzt wird alles außenrum ist gerade ausgewählt. Und diese komplette Auswahl eben quasi wegradieren. So. Wir wollen ja nur das Auge haben.
So, dann deaktivieren wir die Auswahl und machen hier die Deckkraft hoch. Jetzt sind wir erstmal so weit. Das sieht ja noch nicht ganz so super aus. Deswegen mache ich die Deckkraft nochmal runter und mache das Auge. Auf der Ebene ist jetzt hier unten noch was ausgewählt, das mache ich gleich weg. Mach das Auge nochmal ein bisschen größer. Ich bin damit jetzt noch nicht so ganz zufrieden und drehe es ein bisschen. So. Und dann passe ich es nochmal ein bisschen an, dass es nochmal richtig liegt. Richtig. So. So. Hier oben ist noch so ein Fitzel an Bild, der weg muss. Was auch immer der da macht. Und hier außen ist, glaube ich, noch was. Deswegen kommt das auch weg. So, dann nehmen wir auch mal diese Auswahl hier. Und das ist jetzt nicht so wichtig. Invertieren und mache ich alles außen nochmal weg, wenn das geht. Naja, geht gerade nicht, okay. So, das ist jetzt erstmal sehr, sehr grob. Ich würde nochmal, weil hier dieses Fell so übersteht, würde ich den Teil nochmal auswählen wollen. Was übrigens auch relativ wichtig ist, wenn ihr ein Bild von einem Tier auswählt. Jetzt habe ich eins genommen, wo sie direkt in die Kamera guckt. Und deswegen muss ich den. Kann der Fuchs auch direkt in die Kamera gucken. Aber wenn ihr das aus einem anderen Winkel habt, dieses Bild, dann müsst ihr natürlich auch von dem Tier. Ich bin so schlecht im Beschreiben, es tut mir leid. Müsst ihr von dem Tier natürlich auch ein Bild haben, wo es etwa in diese Richtung guckt, damit das realistisch aussieht. So, jetzt steht das Fell hier noch ein bisschen über, das geht ja. Ja, dann was ich auch manchmal gemacht habe, ist das Auge noch zu bearbeiten. Und zwar kopiere ich diese Ebene, wo das Auge drauf ist, mal. Und dann wähle ich mit einem Auswahltool, so mache ich wieder eine neue Ebene, die ich ein bisschen von der Deckkraft herunterschraube. Ich glaube, dieses Tutorial wird viel zu kompliziert, es tut mir leid. Ich mache es mal trotzdem. Mache ich so den Innenteil vom Auge, Augapfel, wähle ich so aus. So. Ist jetzt nicht so sauber, aber nicht so schlimm. Vielleicht hier oben noch ein bisschen was. Mein Tablet wäre gerade nicht, tut mir leid. So. Hier so irgendwie sehr dunkel, deswegen. Das ist gerade nicht so richtig. Dann nehmen wir das hier und schneiden das bei der einen Ebene komplett raus. So, dann sieht man ihr Auge drunter. Und dann nehmen wir nochmal diesen Teil. Ich bin so schlecht im Beschreiben und niemand wird es nachmachen können. Ich sehe schon. Invertieren das. Und machen hier alles weg. Also Moment. Machen hier alles weg, dann ist nur noch dieses Fuchsauge hier. Und dann haben wir einmal den Teil hier und den Teil hier. Und wir wollen den kleinen Teil hier nochmal bearbeiten. Das heißt, wir gehen auf Filter, auf Farbton und können da verschiedene Sachen einstellen, zum Beispiel die Helligkeit.
Sättigung will ich ein bisschen hoch machen. Vielleicht Helligkeit nicht direkt. Ich würde vielleicht hier nochmal eine Ebene drüber machen. Und einen Braunton nehmen, einen helleren, so orangebraun. Und hier einfach mal drüber malen, so. Und dann erstmal davon die. Wo ist die Pupille? Hier ist die Pupille. Da. Da würde ich dann nochmal einen schwarzen Fleck hinmachen. So. Hier außen ist auch noch ein bisschen schwarz. Dann würde ich einen anderen wieder so einen weichen Pinsel nehmen dafür. So. So, ja. Bisschen kleiner vielleicht. Außen noch mal ein bisschen dunkel. Und dann diese Ebene ganz, ganz. Ganz, ganz wenig machen, so. Und dann die vielleicht noch mal weich zeichnen. Wo ist denn die? Ist der Weichzeichner da? So. Ist nur ein kleiner Unterschied, aber er ist da. Dann ist das Auge ein Ticken heller. Und jetzt würde ich mich um ihr anderes Auge kümmern, und zwar das hier. Welches sonst? Wo ich dann einen dunkelbraunen Brush nehmen würde. An eurer Stelle, ich sag mal würde, es tut mir leid. Und dann gehe ich hier drüber. Es gibt auch tolle Apps dafür, wie man die Augenfarbe ändern kann. Aber da würde ich euch empfehlen, die so sanft wie möglich, also die Deckkraft so sanft wie möglich einzustellen, weil sonst sieht es sehr unnatürlich aus. So, das ist jetzt erstmal ein bisschen. So, dann werde ich diese ganze Ebene nochmal aus. Mach noch eine drüber, was dunkler ist. So, schön Sättigung hoch, damit es schön aussieht. So ein bisschen so Schattierung und so reinbringen. Und die Pupille ist natürlich schwarz. Hier oben ist auch noch so ein bisschen. Hell schattiert. Was ich euch auch noch ans Herz legen kann, ist, wenn ihr ein Bild von einem Tier dann auswählt, nach dem Bild von dem Menschen. Ihr könnt es natürlich auch andersrum machen. Dann würde ich euch eventuell empfehlen, dass ihr die Schattierung, also das Licht von derselben Seite kommt wie bei dem anderen Bild. Das heißt, bei dem Bild hier von dem Mädchen kommt das Licht jetzt hier von der Seite, weshalb hier auch ein Schatten entsteht. Also hier von der Seite, das sieht man an den hellen Punkten. Überall hier ist es dunkel. Und wenn dann auf einmal bei dem Fuchsbild, was ich genommen hätte, hier alles dunkel wäre, dann hätte das ja nicht gepasst. Deswegen würde ich euch das so empfehlen. Ich mache hier jetzt nochmal so eine, weil es hier dunkler ist, wie gesagt, auf der Seite, nochmal so eine dunkle Schattierung so rein. Eine leichte, also es ist erstmal so ein bisschen stärker. Und dann, Moment. Die Deckkraft von der Ebene runterstellen, das heißt. So war vorher, so ist nachher. Ja, das ist so das Grundding, wenn man so eine Teilverwandlung
gut hinkriegt, dass sie relativ in Ordnung aussieht. Meine ist jetzt auch nicht perfekt, aber ist schon mal etwas. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Tutorial. Und ich hoffe, dass es euch geholfen hat. Vielleicht kann ich das nochmal mit einer anderen Tierart machen. Vielleicht ist es dann leichter. Oder mit einem anderen Bild. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.